Hallo zusammen, es geht weiter mit Ghost Recon Wildlands. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, da ich es in letzter Zeit nicht mehr geschafft habe, hier auf der Map irgendwelche weiteren Fertigkeitenpunkte zu finden, obwohl es hier angeblich noch 4 Stück gibt, in den anderen Regionen habe ich gar nichts gefunden. Kann natürlich sein, dass die, wie gesagt, hier hinter diesen ominösen Fragezeichen versteckt sind oder sonst wo. Und ich auch jetzt weiter keine Lust habe, hier Rebelleneinsätze zu spielen, habe ich mir überlegt, schnappe ich mir jetzt hier den Colonel Merlo. Colonel Merlo hat seinen Unterschlupf verlassen. Das Ende der Extranjeros-Aktivitäten und der Tod von 3 seiner Top-Leute haben ihn dazu gezwungen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das ist der Augenblick, auf den wir gewartet haben. Schalten Sie ihn aus. So. Die Frage ist, ist das jetzt sozusagen der letzte Einsatz oder zieht er sich noch ein bisschen? Egal, ich nehme jetzt mal an. Okay, Ihr Ziel ist der Anführer der Söldner, Colonel Merlo. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Mann ist die treibende Kraft hinter all diesen Verbrechen. Er muss aufgehalten werden. Ich habe seinen Hubschrauber zu einer stark bewachten Basis im Süden verfolgt. Also machen Sie sich bereit. Dort endet es. Erledigen Sie Merlo und die Los Estanteros knicken ein. Aber kampflos wird das nicht abgehen. Ah ja, gut. Da habe ich mir schon gedacht. Die Basis sieht auch ziemlich stark von hier aus schon aus. Ja, ist zu weit weg. Kann ich noch nicht scouten. Muss ich mir wahrscheinlich einen Plan überlegen, wie ich da reinkomme. Und dann ist die Frage, ob er da überhaupt drin ist, weil bisher war es ja immer so. Jetzt sehen nämlich schon wieder, dass die Superbosse immer sonst wo waren. Das sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Aber wer hat mich denn da jetzt gescoutet? Da muss ja wieder einer. Da oben ist einer. Da laufe ich erstmal ein bisschen violett rum. Wagen mit montierter Waffe. Scharfschütze hat eine komische. Sieht er mich schon wieder? Das gibt's ja nicht. Runter, bevor sie dich sehen. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Da unten steht aber auch noch einer, oder? Oh ne, der ist runtergefallen, Gott. So, ich muss eh da drüben hin, ist egal, wie ich das mache. Durchs Wasser ist blöd, also gehe ich jetzt hier auf die. Ach, ich weiß, wo das ist. Hier gab es schon mal einen Einsatz. Die Drohne ist oben. An diesem befestigten Fluss, das ist nicht ohne hier. Ich sehe ein zweites Ziel. Ja, ist ein Getarnter. Das heißt, da werden auch wieder Jungs rumrennen mit, Hier ist ein Tango. Tango, mit, Pass auf, die haben meine Alarmsicherung. Wie heißt es, mit, Feind markiert. Wie heißt es denn hier mit dem Störschild? Werden da hundertprozentig auch sein. Ich sehe 10. Scharfschütze im Turm. So, lass den darf man meine KI machen. Die sind zu weit weg. Nicht, Roger, Ziel markiert. Nicht, dass da oben noch einer chillt. Such eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Die kann meine KI nicht schnappen. So. Die drei sollen meine KI weg platt machen. Alles gut. Dann kann ich nämlich notfalls. Oh, gestört. Ja, dann kann ich nämlich notfalls von oben dran. Jetzt muss ich mal gucken, wo habt ihr euren Strom, Jungs? Da ist auf jeden Fall. Oh, nicht getroffen? Hat das so einen Versatz, das Ding? Ich würde gerne den Strom ausschalten. Kann ich. Ne, den Strom. Schade. Das schafft die Drohne nicht, warum auch immer. Die Drohne das nicht schafft. Wo haben die Jungs denn ihren Strom? Das sind jedenfalls Störeinheiten. Ha, das geht auch nicht. Was ist das denn? Ist die so schwach? Ist die so schwach, die Waffe?
Von wo? Schieße! Ja, tschüss. Hab Glück gehabt. Jetzt ist die Frage, kommen die jetzt wegen mir raus? Hä? Oder kommen die raus wegen Santa Blanca? Ja, sicher, ist klar. Das wird eine echt harte Nuss. Wie damals in Venezuela, hä? Wir haben die Basis gut abgesichert. Wir müssen da rein und Merlo finden. Ja, sind denn jetzt hier seine Freunde? Ja, lass die einen auch immer sofort sehen, die Willis. Und sowas dann zum... Ja, das sind diese super gepanzerten und versteckten Willis. Und die haben nur diesen blöden Pfeil und Bogen, oder diese Armbrust. Ich bin die verdammt stark. Da ist keiner mehr. Jetzt muss ich gucken, wo der Strom ist. Ich probiere das mal von oben rein zu gehen. Dann habe ich ein bisschen High Ground. Und eventuell finde ich dann so den Strom. Hier ist auch wieder... Na, krabbeln musste nicht. Hier ist doch wieder einer im Nichts, oder? Da ist noch einer. Mach 10. So. Ist hier oben schon mal alles frei. Kann ich hier mehr Munition oder ein bisschen was markieren. Bringt mir aber nichts mehr, weil ich ja leider nichts mehr aufrüsten kann. Aber gut, vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal Lust, mich um die Einsätze zu kümmern, noch um die Rebelleneinsätze. Und dann kriege ich vielleicht noch die fehlenden Fertigkeitenpunkte. So. Aha. Ein störiger Störtrupp direkt in meinem Gesicht. Ganz toll. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal abhauen. So. Das heißt, der Störtrupp ist direkt vor meiner Nase, heißt das. Wir sind weg. Jetzt chillen wir nämlich. Da unten das Tor ist jetzt offen. Es sind 10 Ziele. Da hinten sieht mich schon wieder an. Das gibt's doch nicht. Scharfschütze zielt auf uns. Tschüss. Ja, sicher, du siehst mich wieder, mein Freund. Kein Plan im Sack. Aber du siehst mich, ist logisch. So, diese Störeinheit ist erstmal weg. Das ist Viva. Weg. An die komme ich nicht dran. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ja, bleiben wir unten. Ja, vorrücken, dann rückt er doch mal vor, ihr kleinen Willis. Und der kommt jetzt wieder aus dem Nichts hier hundertprozentig. Da ist er. Markiere Feind. Ich habe mich gerade noch im Augenwinkel gesehen, habe ich Glück gehabt. Aber ich wette, jetzt geht gleich wieder alles aus hier bei mir. Hinter mir? Wo ist er versteckt? Dann ist er doch hier im Gebüsch. Wir haben Gebüsch. Ich hab's doch geahnt! Entdeckung, Idiot! Ich hab's doch geahnt. Sitzt er im Gebüsch, der Knallerbsenkopf. So. Ja. Das sind alles Leute, die kann meine KI nicht ausschalten. Die Störer ja, aber die...
muss ich wahrscheinlich mit dem Auto da reinfahren. Hilft nichts. Muss mir ein Auto organisieren. Sonst komme ich da in die Base nicht rein. Oder ich muss vom Wasser aus rein. Hier ist auch noch überall. Ah ja, war klar. Hier ist noch einer. Habe ich doch. Ich habe es doch wieder geahnt, dass hier wieder einer rumchillt. War ja auch zu auffällig. Wo ist er? Da drüben wird's ruhig. Die rechnen nicht mehr mit uns. Ja, jetzt bin ich schon wieder irgendwo hingelaufen im Knallerbsenkopf. Der Kolonel muss in der Mitte der Basis sein. Da will ich jetzt aber gar nicht hin. Ich will jetzt erstmal diesen Störenfried hier platt machen. Damit er mich hier nicht von hinten erwischt. Problem ist nur, der muss hier in der Nähe sein. Sie kommen auf uns zu. Was machen wir, Boss? Jetzt kriege ich gleich wieder einen Hit aus dem Nichts. Ich hab's geahnt, ja. Da ist eine montierte Waffe. Ja, und ein Willi. Da war ein Willi. Wie kann er mich da sehen? Ich sehe hier keine Fahrzeuge. Verdammt, Merlo ist schon weg. Oh, das war Merlos Pilot. Habe ich jetzt den Falschen erschossen? Ja, super. Was ein fucking Einsatz. Ganz ehrlich. Das ist wieder buggy. Merlo ist schon weg. Na gut, kann ich gerade nochmal spielen. Schade. Schade, schade. Ich will mich da in Ruhe durchkämpfen und dann spawnt da plötzlich aus dem Nichts Merlos Pilot. Also, ganz merkwürdig, ganz ehrlich. Ich wollte jetzt da in aller Ruhe in die Basis rein. Jetzt muss ich das gleich nochmal machen, ganz toll. Egal. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Hier ist nichts. Merlos Pilot muss da drüben im Befehlsstand sein. Ja, Merlos Pilot, Mann, die will ich aber nicht. Angriff! Angriff! Ja, Angriff! Macht ihr Party! Tschüss! Geht mir schon wieder auf den Draht, eben das hier! Entsichert! Es geht mir schon mal richtig auf den Draht hier. Da ballert jetzt unten irgendwelche. Ich hoffe, dass sie nicht wieder Rebellen hier Party machen. So, jetzt ist Merlos Pilot da drüben. Oh. Wieso kommt der denn überhaupt freiwillig raus? Wollte der mit dem Heli abhauen? Wahrscheinlich. Na, egal. Setze Drohne ein. Ach nee, ist der. Wagen mit montierter Waffe. Ja, ist klar. Mutti muss wieder nachladen und du kannst mit deiner Minigun hier wieder rüber wummern. Kommt doch einer hoch und ärgert mich, oder? Ich höre ihn doch. Das machen die Jungs. Das machen die Jungs, gut. Geh in Position. Ja, die kann meine KI wieder schnappen. Ziel markiert. Hab das Ziel. Aber den Typ da. Wo steht der denn hier? Wahnsinn! Kann ich den Mörser eigentlich kaputt schießen? Weiß nicht. Was gehe ich wieder runter? Ich muss da jetzt rein. Ich muss ja den Piloten mir schnappen. Nicht, dass der. Ich hab. Sofort weg da! Wo ist der Knaller? Wieso sehe ich den nicht? Den Versteckelten.
Gut, Mörser kann also nicht zerballern. Würde mich mal interessieren, wo der Versteckte ist. Ja, jetzt kommen sie wieder aus dem Nichts. Was sollen wir tun? Totschießen. Frage ist ja auch wieder. Oh, oh, Sniper. Der Scharfschütze hat uns anvisiert. Tot. So, jetzt schilt der Pilot da wieder drin. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Ich sehe noch einen Tango. Ist da ein Tango dran? Nee. Ist noch mehr als einer drin in der Bude. Aber ein drittes Ziel. Tolle Pistole. Kann natürlich sein, dass die hier nicht so gut funktioniert. Wieder aus dem Nichts. Ich scanne und es... Wieder aus dem Nichts kommen da die Willis. Ja, du hast... Ich hasse dich auch, mein Freund. Dem muss ich wieder hier 5000 Kugeln ins Gesicht schießen. Und jetzt bleibt der doofe Pilot da drin. Ganz toll. Ich vermute, dass da hat irgendwas gebackt vorher, dass er rausgekommen ist. Hier ist ein Tango. Ich vermute, ich hätte ihn irgendwie rauslocken müssen, nehme ich an. Ja, macht sie fertig. Jetzt kommt das Gesabbel wieder. So, jetzt sind hier wieder irgendwo versteckte Willis am Start. Gehe ich hier oben mal hoch. Ich würde sagen, ich räume die Basis erstmal leer. Ja. Das ist der Störputzi gewesen. Aber er stirbt nicht von der Granate seines Kumpels. Auch cool. Gott. Jetzt habe ich den Piloten nicht wieder töten, versehentlich. Ganz versehentlich. Ich habe den Strom irgendwie noch gar nicht gefunden. Oder ist hier unten der Strom? Lieber ist da vorne. Guck ich mal, ob der Strom da unten ist. Den habe ich auch nicht gefunden, den Strom. Komischerweise. Ja, und jetzt haut der Pilot ab, oder was? Ja, jetzt rennt er wieder raus, der Knallkopf. Hä? Wieder zum Auto und haut ab? Was ist das jetzt? Ganz merkwürdig. Da geht jetzt an die Gatling Gun. Ich würde sagen, da ist was faul. Warum geht der Pilot jetzt zu Gatling Gun hoch? So, und wenn ich jetzt auf den ballere wahrscheinlich. So, und hier ist wieder ein Willi versteckt. Ja, du gehst weiter. Gleich kommst du wieder aus dem Nichts, mein Freund. Jetzt muss ich den Piloten hier schnappen, oder was? Ruhig, Kamine. Ey, das ist ganz merkwürdig. Du hast zwei Optionen. Sag uns, wo Colonel Merlo ist, oder du darfst für immer schweigen. Also? Okay, okay. Der Colonel ist schon weg. Ich kann nicht. Er visiert die Männer an der Brücke südwestlich von hier. Er erwartet euch da.
komm ich nicht hin! Da komm ich nicht hin! Ich sehe den da unten, aber ich komme da nicht hin. Ist hier immer so eine dappige Störeinheit, irgendwo, die ich nicht sehe. Unter mir, oder? Ja, unter mir. Schon fast gedacht. Dass die auch so gut zielen können, diese Versteckten. Den Typen darf ich jetzt wahrscheinlich nicht töten. Gut, das heißt, ich würde jetzt sagen, ich räume jetzt mal die Basis leer. Dann schnappe ich mir den Heli. Ist ja auch ein Kacke. Wie quäl die? Ich habe da den Gefangenen nichts getan. Nee. Das ist Absicht. Hä? Ja, ist Absicht, dass ich da nicht drankomme. Gott. Wäre auch zu einfach gewesen. Sprengen sich mal selbst in die Luft daher. Gott. So. Dann gehe ich jetzt erstmal hier in die Waffenkammer. Vielleicht ist da noch. Hier ist ein Störheini drin, oder? Oder in der Nähe wenigstens. Aber in der Waffenkammer ist auch nichts, außer. Ich hätte jetzt gehofft, dass da vielleicht eine Waffe noch versteckt ist, eine gute, aber ist nicht. Springen wir erstmal in die Luft hier. Ja, vorrücken. Die kommen auf uns zu. Wusste ich doch, hinter mir! Ich hab's doch wieder geahnt! Das war der Störfuzzi. Diese Seite ist sauber. Ja, bei mir auch. Gott. Markiere ich hier noch das Zeug, was ich markieren kann. Dann sehe ich mal zu, dass ich mir den Heli schnappe. So, hier ist noch Munition immer mit. Mal gucken. Vielleicht bin ich hier noch ein paar Fertigkeitenpunkte zufällig, dass sie hier rumliegen. Kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Aber kann ja sein. Dass hier noch welche versteckelt sind. So, das können wir noch markieren. Die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Jetzt nicht noch eine Etage höher, doch hier. Nee. Hier ist auch nichts mehr versteckt. Schade. So, da hinten kann ich noch was markieren, in dem Häuschen nebenan. Aber da komme ich nicht so einfach hin, oder? Ne, da oben ist noch mein Kollege. So, jetzt muss ich den Strom am besten irgendwie ausmachen. Ist die Frage, wo hier der Strom ist. Den Strom ja gar nicht gefunden. Das heißt, durch das Tor komme ich nur mit dem Auto raus. Ich habe kein Auto hier drin, das heißt, ich kann nur durch die Waffenkammer gehen. Dann hier drüben in den Gebäude noch gucken, was da drin ist. Dann würde ich sagen, schnappe ich mir den Helikopter, der ist ja schwer bewaffnet. Also Merlo erwartet mich angeblich. Das finde ich so ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Na gut, mag ja alles so sein. Hier ist der Strom, Gott. Der Strom ist aus. Oh, jetzt müssen die Tore. Da war der Strom, ja. Der war gut versteckt, muss ich sagen. Vorteil ist, wenn der Strom jetzt aus ist. Dann sind logischerweise auch, aber ich habe noch nichts gesehen, sämtliche Dämmstationen hier in der Nähe außer Betrieb, die von dem Strom versorgt werden würden. Ist der Heli aber nicht kaputt gegangen da oben am Berg, oder?
Nee, Heli gibt's noch gut. Dann fliege ich zumindest mal in seine Nähe. Na, was ist hier los? Ja, jetzt. Oh, irgendwas hat hier gerade geklemmt. Ich fliege. Aber ich gehe davon aus, dass auch wieder nicht die letzte Stelle, sondern... Da werde ich eventuell, ist meine Vermutung, so ein Massaker oder was finden. Oh, doch eine Sam-Station? Doch, Sam-Station. Kacke. Ach, hier ist der Merlo. Fahrzeuge. Na endlich, Merlo ist da. Und jetzt? Suchen wir das Arschloch und erledigen es. Das hatte ich befürchtet. Mir wurde bestätigt, dass ein Konvoi an der Brücke angekommen ist. Das muss Merlo sein. Schnappen Sie ihn. Wenn er weiterfährt, verlieren wir ihn. Sie kriegen Verstärkung vom Kartell. Greife Tangos an. Kommt! Wieso fliegt das Ja, ich merke schon, das Ding fliegt beschissen gerade. Ganz ehrlich. Es fliegt für den Hintern. Supi. Weil er natürlich da auch wieder rumchillt. Super, super getarnt ist. Runter, alle runter. Heli. Komm, Norbert, lauf da raus. Ja, aber dummerweise haben die irgendwo noch einen Heli. Ja, jetzt ist Apali am Start. Mann, das war klar. Ja, ich muss Merlo töten, aber ich muss erstmal einen ran. Das könnte schwer werden. Ich hätte wahrscheinlich nicht so reinpushen dürfen. Mist, Scharfschütze. Ja, supi. Ja, ihr seid die Besten. Ihr blöden getarnten Winnies. Ja, ist da schon wieder ein getarnter? Ja, Scharfschütz. Jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Drecksheli wieder. Wieso sehen die mich hier wieder? Kommen wir 1000 Mann hier oder was? Ja, ist er wieder ein. Ja, ist der Beste. Seid die Besten. Dann muss ich mich ein Stück zurückziehen, dass ich hier. Aber er hat ja gerade gesagt, ich darf mehr noch nicht abhauen lassen. Ja, ist klar. Und eure Mörser sind super präzise. Ihr wisst genau, wo ich bin. Das ist ganz toll wieder. Wahrscheinlich gleich, wenn ich einigermaßen in der Nähe von Merlo bin, dann holt mich wieder so ein Willi aus dem Nichts. Egal. Sniper. Ja, Sniper. Ich mache das ein bisschen anders. Ich bin jetzt erstmal hier ein bisschen. Ja, sicher. Ich muss den Mörser finden, sonst habe ich hier verkackt, glaube ich. Ja, ich glaube, ich muss da oben hoch, ich habe sonst keine Chance. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schussumwelt. Suche eine gute Schusslinie. Ziel erfasst. Bin bereit. Okay, Ziel markiert. Denke alles hin. So. Aber ich sehe da keinen Merlo. Oder steht da einer? Ach, der ist in der Bude da drin. Der Feigling. So, und hier ist wieder so getarnter.
Ja, super, getarnter Sniper ist da wieder. Oder einer hier mit seinem Flitzebogen. Mann. Das ist der Beste, sind die. Man sieht die nicht. Die machen One-Hit. Und deren Kameraden, die diese blöde Sturmhaube aufhaben, da muss man fünfmal ins Gesicht schießen, damit sie tot sind. So eins, was ich natürlich machen kann. Wäre theoretisch. So. Einmal mit der Drohne rüber. Setze Drohne ein. Feindgesicht erstellen. Suche bessere Schusslinie. Roger, Ziel erfasst. Shit, ich muss die Position wechseln. Hören die das? Kann das meine KI? Bereit, auf deinen Befehl. Oh, er ist tot. So. Den kann meine KI wieder nicht, den muss ich mir selbst holen. Der ist ja wieder schön chillig versteckt. Ich glaube, ich muss erstmal den Sniper da oben wegholen. Ziel gesichtet. Feind markiert. Ja, sind die wieder mit der Gummihaube hier, Mann. Headshot. Headshot, Mann, mein Freund. Der ist so gut versteckt, da komme ich nicht dran. Ich wüsste, wo der blöde Mörser ist. Oh, oh, bei mir? Lauf, Norbit! Jetzt lauf doch! Jetzt backt hier was, ich kann nicht laufen. Norbit, bitte! Was ist das? Hä, wo steckst du fest? Norbit! Was ist denn das für ein Quatsch hier wieder? Steckt die Alte ja fest? Mann. Ich kann ja nur... Ich denke, ich muss den blöden Mörser finden. Ich habe ein Ziel. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Den kann meine KI nicht. Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Puh. Spannend, spannend. Den kann meine... Wo ist der Mörser? Wo ist der blöde Doof? Ich brauche eine bessere Position. Den Mörser auch noch nicht gefunden. Bereit für den Angriff. Feind am Boden. So, Moment. Da sind Rebellen drin. In der Hütte. Kann ich da hinfliegen? Ohne den Rebellen zu erschießen? Ein Stück zurück vielleicht noch. Tür ist auf. Rebelle ist raus, oder? Kommst du raus, mein Freund? Hilfst mir oder hilft mir? Sehr gut. Oh, oh, der hält was aus hier. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Alles klar, gehe in Position. Und Ziel erfasst. Bin bereit. So, meine KI. Okay, Ziel markiert. Jetzt habe ich ja meine KI. Mist, dann zeig direkt auf uns zu. Hab kein Ziel mehr. Er ist tot. Wahrscheinlich muss ich auf die andere Seite irgendwie. Ich muss dringend den blöden Mörser finden. Da unten geht auf jeden Fall Mörser ins... Der ist da oben irgendwie versteckt drin, hundertprozentig. Oder auch nicht, vielleicht ist da eine Bombe oder was drin. Weil ich glaube nicht, dass der sich so einfach ergibt. Das ist der Endeinsatz hier. So. Sind sie fast alle weg. Den hinten hole ich mir noch. Das ist ja so ein Störheini. So, tschüss. Die meine ich, die kommen so aus dem... Die kommen so aus dem Nichts. Und obwohl ich diese
Aktivität freigeschaltet habe, schnell nachzuladen. Dauert das immer ewig, bis Norman nachgeladen kriegt. Ich sehe ein zweites Ziel. Und das macht drei. So treffe ich den nicht. Aber er trifft mich dann mit seinem Pfeil und Bogen wieder. Merlo töten, ja, aber dazu, wie gesagt, muss ich hier die Bude leer räumen. Einmal mit der Drohne rüber. Boah Gott, ist doch noch Party am Start hier. Wo seid ihr versteckt, Jungs? Da ist einer. Okay, ich bin unterwegs. Brauche neue Position. Wie viel hat er denn da? Wie viele Soldaten? Wahnsinn. Bereit für den Angriff. Ziel eliminiert. Kann ich den töten? Sehr gut. Da ist Schild auch einer hinter, oder? Ich sehe noch einen Tango. Krieg ich den mit Headshot erledigt? Muss am Kopf getroffen werden. Das ist am Kopf hier. Ja, den kann meine KI auch wieder nicht töten. Das war am Kopf, mein Freund. Position. Wo noch? Ziel erfasst. Bin bereit. Ich denke mal, auf der Brücke sind noch welche. Ich denke mal, auf der Brücke sind. Jetzt kann Norman. Sind noch ziemlich viele, würde ich sagen. Ich glaube, bevor ich mir den Knülch da wirklich hole, gehe ich hier nochmal hin. Da ist eine montierte Waffe. Ja, montierte Waffe, habe ich fast gedacht. Und hier welche unsichtbar noch zugange. Da! Feind getötet. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistole. Oh shit, da kommen sie. Wie viele Hits braucht er noch ins Gesicht? Ich sehe ein zweites Ziel. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Geh auf neue Position. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Volltreffer. So. Der Merlo wird da oben auch noch bewacht sein, nehme ich mal an. Der wird sich nicht so kampflos ergeben, kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Das hier von hier oben nochmal zu untersuchen. Okay, da drüben scheinen sie sich zu beruhigen. Jo. Ich weiß, dass es hier schon mal mit Santa Blanca einen Einsatz gab hier oben. Hier ist der Mörser, glaube ich, auch hier oben, oder? Ja, da ist der Mörser, Gott. Die Mörser? Ja, haben wir leider. Gut. Ich gehe in Position. Mal sicherheitshalber die Drohne nehmen. Drohne ist oben. Ich habe nämlich keine Lust, diese Mission hier zu verkacken. Wie komme ich da rein in seine Bude? Von da oben? Wie komme ich da rein? Ach, muss ich die Tür aufstellen, Gott. Hallo?
sehr eingeschätzt, Tom. Hier sind doch immer Leute. Da? Ne, Motorrad. Da ist eine montierte Waffe. Die sind doch irgendwo getarnt, hundertprozentig. Das wäre jetzt zu einfach, wenn ich da, dass ich da einfach hinlatsche. Suche eine bessere Schusslinie. Hab das Ziel. Die ich nochmal hoch. Nicht, dass hier oben noch einer drauf sitzt. Ein Getarnter oder so. Komm. Ach, beim Auto sind noch Versteckte, habe ich mir schon gedacht. Da ist auch noch einer. Ist noch ein Tango. Ja. Ja, soll ich es mal riskieren, da in die Bude reinzugehen, die Tür aufzutreten? Aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Das wird nicht funktionieren. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Das ist hundertprozentig eine Falle oder sowas. Das wäre zu einfach, muss ich sagen. Da ist nämlich schon wieder einer. Das war ein, den, wo ich nicht hinkomme. Nee. Okay, dann riskieren wir es einfach mal. Den Knaller uns dazu schnappen. Ich glaub's nicht. Und dann muss die Tür jetzt eintreten hier. Das war's? Ja. Das ging ja doch verdammt einfach, ganz ehrlich. Aber ich muss auf die andere Seite irgendwie rüber. Das heißt, ich muss mir ein Auto schnappen. Ja. Aber das mache ich. Hole ich mir da unten ein Auto. Also hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so einfach ist. Ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass da, wie schon mal bei so einer Mission, ein Doppelgänger drin ist. Ist die Frage, wo sitzt der Gegner unter mir? Du bist kein Gegner. Der muss auf Kopf getroffen werden. Und sein Kamerad. Der chillt da hinterm Auto. Den müsste ich so kriegen. So gut, aber mal gucken, was jetzt passiert. Wartet, ich fahre. Und Bolivien verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die letzten. Na gut. Dann riskieren wir es doch mal. Das war jetzt doch zum Schluss einfacher als gedacht. Dafür, dass ich zwischendurch mal den Falschen getötet hatte, den versehentlich den Piloten. Oh, das Auto fährt. Muss ich denn hin? Hier runter? Wo ist das Safe House? Tschüss. Dann gehen wir noch mal rein. Mal gucken, was ist passiert. Ich nehme wieder die Munition auf. So, haben wir in die Bude rein. Ghost Actual, bitte kommen. Ziel wurde neutralisiert. Ghost Actual bestätigt. Gute Arbeit. An alle. Position halten. Sie werden abgeholt. Ende. Wir haben der Schlange den Kopf abgeschlagen und jetzt hauen wir ab. Wir sind fertig. Jetzt entscheidet das Volk, wie es weitergeht. Irgendwas sagt mir, jeder Politiker, der auf der falschen Seite stand, hat nun wütende Bürger am Hals. Hey, so funktioniert Demokratie. Kämpf dafür, wenn du es liebst. Oh, was ist passiert? Dunkel? Fertig. Oh. Boliviens Hauptstadt wird von Unruhen erschüttert. Es gibt Berichte über einen politischen Skandal rund um ein privates Militärunternehmen.
Eine Gruppe namens Los Estranjeros wird beschuldigt, wiederholt gegen zahlreiche UN-Menschenrechtsstatuten verstoßen zu haben. Debido a los últimos eventos, el presidente de Bolivia le pide a la población que guarde la calma. Ein Ruf nach freien Wahlen, um die Regierung von Korruption zu befreien. Eine Chance für die Freiheit. Ein wirklicher Lichtblick für diesen einstigen Narkostaat. Aber Gerüchte um eine Beteiligung des US-Militärs an der Befreiung Boliviens wurden nicht bestätigt. Fürs Erste. Ach, der Abspann. Gut, ich beschleunige das Ganze mal. Tut sich nichts. Jetzt. So, jetzt. Na, ich soll mal überspringen. Gucken. Bin ich hier scheinbar gespawnt auf dem Hügel. Getötet Anführer, Los Estranjeros. Drücken wir M. Alle tot. Ja, das sind die Akten, die wir schon kennen. Hat sich also nichts getan. Nee, nee. Nein, nein, nein. Nicht wieder von vorne, bitte nicht. Ja. Ja, Fertigkeitenpunkte habe ich keinen dazu gekriegt. Wovon ich gehofft habe, welche kriege. So, jetzt stehe ich hier oben auf dem Hügel. Boah. Sind aber immer noch die Bezirke. Trotzdem werden keine Fertigkeitenpunkte angezeigt. Ist mir aber jetzt ehrlich gesagt egal. Diese Nebeneinsätze habe ich alle gespielt. Also hier gibt es nichts Interessantes mehr. Es gibt ja auch keine Waffen, die ich mit ins Hauptspiel nehmen könnte, zumal das Hauptspiel auch fertig ist. Dann kann ich mir in den nächsten Tagen mal das nächste DLC, ist ja auch schon ein bisschen älter, vornehmen. Aber vorher sage ich danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.